Lampe. Grüß Gott, ich will ein New-In ich will ein New-In-Video drehen, das heißt Sachen, die ich geschenkt bekommen habe, von der Arbeit, von Freunden. Und die will ich euch jetzt mal zeigen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Weil das gerade oben drauf liegt, fangen wir mit dem an, was ich von der lieben Claudine geschenkt bekommen habe. Ich habe von ihr ein Paket bekommen, so ein kleines. Sie muss von mir auch noch eins bekommen. Ich hoffe, dass ich das noch zeitlich hinkriege. Also, liebe Claudine, wenn du das Video siehst, ich versuche mich zu bemühen, dass du auch ein Paket von mir bekommst. Das ist das lila Reisduschgel. Ihr kennt es auswendig. Das liebe ich abgöttisch. Das... Oh mein Gott, hier fällt alles um. So. Dann habe ich noch von ihr, weil sie so lieb war und sie gesagt, sie ist bei Sephora, hat sie mir was mitgebracht. Und zwar von Kat Von D. Das sind diese Liquid Lipsticks und der heißt Ophelia. Und ich wollte den unbedingt erstens mal wegen dem Namen haben und zweitens unbedingt wegen der Farbe, weil das so ein richtig schönes Nude ist. Und ich wollte schon immer so einen schönen Nude-Ton haben, was auch länger hält. Dann hat sie mir ganz, ganz lieberweise einen Pinsel mitgenommen. Der sieht so aus. Das war aus einer Rival de Loup Kollektion, glaube ich, oder so. Ich weiß, also beziehungsweise weiß ich nur, dass es das in Rossmann gegeben hat. Und sie war so lieb und hat mir den mitgenommen. Und ich finde den so schön. Für Bruder kann ich mir den so gut vorstellen. Also ich werde ihn auf jeden Fall noch waschen. Und ja. Und dann hat sie mir noch so einen kleinen Lidschattenpinsel reingetan, der was auch so wunderschön ausschaut. Auf den freue ich mich auch schon. Auf den freue ich mich auch total. Ich habe mich über alles gefreut. Das ist so lieb, ich zeige Sachen und sie besorgt sie für mich. Das war voll süß, finde ich. Dann hat sie mir noch reingegeben in das Paket eine Handcreme von Yves Rocher. Die mit Vanille. Ich will mir immer so eine kaufen, aber weil ich ja so viele habe, lasse ich es immer. Und jetzt hat sie mir eine gegeben. Dann hat sie mir so ein kleines Kuvert gemacht, wo noch drauf steht, noch ein paar... ich kann nicht lesen. Kleine, soll das heißen, ich kann nicht lesen. Kleine Zusatzgoodies hat sie draufgeschrieben. Und darüber habe ich mich auch total gefreut. Wirklich total gefreut. Einmal war ein Nagellack von Yves Rocher drin. Den habe ich meiner Mom sogar schon aufgepinselt. Die Farbe ist wunderschön. Aber eher was für den Sommer. Und dann hat sie mir zwei Duftminiaturen reingegeben. Sie weiß sicher, dass ich die sammle. Den wollte ich sowieso haben als Miniatur. Den hätte es bei einem Einkauf gegeben. Ich habe es aber dann doch lassen. Und der da riecht exakt so wie ein Duft, den ich noch zu Hause habe. Auch als Miniatur. Ich hätte den so gerne in groß. Aber ich weiß nicht, welche Marke das ist. Also ich hoffe, ich werde sie anschreiben und sie fragen, ob sie die Marke genau kennen, weil ich hätte den ganz, ganz gerne in groß. Weil der riecht genauso wie ein Duft, den ich früher von meiner Mom immer hatte. Auch. Da gab es immer zwei verschiedene, die ich immer von meiner Mom hatte. Dann steht da noch drauf, viele Grüße aus Paris, Bordeaux, heißt das so? Bordeaux? Ich kann das nicht aussprechen. Und Paris. So. Der Lipgloss ist aus den Sephora. Ja, das ist das gemeint. Das war auch in dem Kuvert drin, da war das gemeint. Ja. Da hat sie mir lieberweise zwei Magnete mitgebracht, weil sie weiß, ich sammle die. So sehen die aus. Finde ich voll süß, dass sie da an mich denkt. Finde ich voll lieb. Dann kommen wir schon... Na, ich zeige euch noch zwei Geschenke von der Arbeit. Einmal ein Gesichtswasser von Clinique habe ich bekommen. Das war ein Tester. Ja, ich werde das auch als nächster dann benutzen, weil ich ja nicht weiß, wie lange das schon offen ist. Es ist auch noch relativ viel drin, obwohl es ein paar Mal benutzt worden ist. Es ist auch für trockene Haut, das heißt, es passt auch zu meinem Hauttyp. Ich bin gefragt worden, ob ich das haben will. Und ich habe mir gedacht, ich hatte noch nie ein Gesichtswasser von Clinique, also warum auch nicht? Dann habe ich noch ein Serum von Keras. Ich bin gespannt, wie das ist, weil es sieht ziemlich flüssig aus. Das ist so ein Zwei-Phasen, das sieht man überhaupt nicht, aber es hat zwei Phasen, man muss es vorher schütteln. Es ist auch noch komplett geschlossen. Das habe ich bekommen, weil wir einen Wettbewerb eigentlich gewonnen hätten, aber das nicht weggeschickt haben. Da hat sie gesagt, dass das schade ist und dass wir uns trotzdem was aussuchen durften. Und ich habe mir das Serum ausgesucht. Ich habe mir eigentlich was ganz, ganz anderes aussuchen wollen, aber auf die Schnelle habe ich mir gedacht, ich will das Serum probieren. Ja, bin gespannt, wie das ist, aber ich habe noch zurzeit eh viel offen. So, und jetzt kommen wir zu den Geschenken, die ich von einer lieben Freundin bekommen habe, mit der ich mich in meinem Urlaub getroffen habe. Da haben wir Geschenke ausgetauscht. Wir machen das immer so. Also jedes Mal, wir haben sie schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ich bin froh, dass wir sich in meinem Urlaub getroffen haben. Aber wenn wir sich gesehen haben, dann haben wir immer uns was geschenkt. Immer.
Ja, und sie hat mir von Bilou einen Duschschaum mitgebracht. Ich hätte mir ja zurzeit eh keine Bilou-Duschschäume mehr gekauft, aber der riecht echt gut. Der riecht echt gut. Also, es gibt ja zwei, ich glaube, es gibt einen roten auch. Und sie hat mir den lila daneben geschenkt. Fand ich cool, weil ich mir den ja nicht mehr gekauft habe. Sie hatte schon Angst, dass ich den schon habe, aber ich kaufe mir ja keine mehr. Dann hat sie mir ein Duschgel geschenkt, das heißt Ruhe und Wohlbefinden. Das ist von Dresdner Essenz, das riecht auch voll gut. Und ich mag die Dresdner Essenz-Sachen sowieso, also ja. Dann hat sie mir noch ein Gesichtswasser geschenkt. Sie hat das ein paar Mal verwendet und hat gesagt, sie verträgt das nicht. Weil das aber voller ist als das andere von Clinique. Das ist zwar auch nur 8 Monate haltbar nach dem Öffnen, aber das schaffe ich schon. Werde ich das als nächster dann verwenden nach Clinique. Also das heißt, ich brauche mir eine Zeit lang kein Gesichtswasser mehr kaufen. Finde ich voll cool. Ich finde auch, dass es voll gut riecht. Normalerweise bin ich kein Rosenfreund, aber das riecht echt gut. Also ich hoffe, dass ich es vertrage. Weil sie hat gefragt, ob ich es haben will, weil sie es leider nicht vertragen hat. Also hoffe ich, dass ich es vertrage. Das hoffe ich sehr. Dann hat sie mir noch zwei Masken geschenkt. Die Masken von Tony Moly, jetzt kann ich es aussprechen. Die mag sie am allerliebsten, glaube ich. Deswegen hat sie mir auch eine geschenkt. Ich habe auch ein paar, aber ich habe bis jetzt noch nie eine verwendet. Und die hat sie mir auch geschenkt. Auch von Tony Moly. Das ist so eine Maske. Ich habe noch nie Duschmasken verwendet, außer eine. Blödsinn. Da rede ich im Blödsinn daher. Zwei habe ich schon verwendet, glaube ich. Ich muss ein bisschen Gas geben, weil es mir zu dunkel jetzt gerade auf einmal. Sie hat mir ganz, ganz viele Proben geschenkt, weil sie weiß, dass ich Proben mag. Das finde ich immer voll lustig. So. Als erstes hat sie mir eine Probe von einem Lichtschutzfaktor geschenkt. Das ist von so einer koreanischen Marke. Finde ich voll interessant, weil ich auch in letzter Zeit so ein bisschen auf diese koreanischen Produkte voll stehe. Dann hat sie mir geschenkt. Sie hat mir alles erklärt. Okay, das ist eher einfach, stehe ich auch drauf. Aura Manuka Honey Mask. So sieht das aus. Dann hat sie mir noch eine Lavera Creme geschenkt. Die haben wir sogar bei uns bei Müller und ich bin gespannt, wie die ist. Dann hat sie... Ich muss sie beim Babrum nochmal fragen, was ist. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber das hat sie mir auch gegeben. Ich kann mich nicht erinnern, ich habe Alzheimer, Leute. Dann habe ich sogar eine Duftprobe bekommen. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut, weil ich bin hier so ein Duftproben-Junkie. Dann, obwohl ich den Duft kenne und der steht mir nicht so, aber ich werde ihn trotzdem aufbrauchen. Ja, dann hat sie mir ein paar von dieser Marke hier geschenkt. Ich weiß gar nicht, was das für Marken sind, die drei hier. Da steht einmal Rich Moisture, also das ist ein Serum. Dann, ich glaube, mit dem schminkt sie sich ab, Reinigungsöl und Gesichtswasser, glaube ich, ist das Facial Toner, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, dann von der Marke hat sie viele Proben bekommen. Ich muss dann nochmal schauen, was ist. Also einmal habe ich das hier bekommen, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Dann habe ich die hier bekommen. Ich kann euch auch nicht ganz genau sagen, was ist. Sie hat es mir zwar erklärt, aber die Creme, glaube ich, hat sie sogar. Irgendeine Pflege hat sie und hat sie gesagt, deswegen hat sie mir auch die Probe gegeben, weil sie wissen wollte, wie ich sie finde, obwohl man bei einmal ja nicht wirklich was sagen kann. Aber ich freue mich schon voll auf diese Proben. Was steht da? Was habe ich denn da am Nagel? Das ist ja ekelhaft. Also, ja. Dann habe ich das hier noch gekriegt von ihr. Und dann die Probe, auf die war ich ja voll happy. Zuerst habe ich glaube, das ist eine Lidschattenbase, weil sie hat mir ja schon ein Foto geschickt gehabt. Aber es ist die Make-up-Base und auf die freue ich mich total. Das ist die von MAC. Also auf die bin ich echt schon gespannt. Wenn ich meine Make-up-Base leer habe, die ich jetzt zurzeit verwende von L'Oreal, werde ich als nächster die verwenden, damit ich weiß, wie die ist. Weil dann kann ich sie mir nachkaufen, wenn sie mir gefällt. Dann, die Proben hat sie gesagt, hat sie nicht einmal angeschaut, hat sie mir da noch ein paar Proben, das ist ein Sticker, hat sie mir noch ein paar Proben dazugelegt. Bernard Harness Cleansing Form, also das ist ein Reinigungsgel, glaube ich, oder so. Dann, die zwei letzten, also die ich am coolsten finde, zeige ich euch am Schluss. Das ist dieses Nail Power Essence, auch wieder von der Marke habe ich viele Sachen.
Da bin ich echt gespannt, wie die Sachen sind. Und die zwei letzten, über die ich mich voll gefreut habe, weil wir waren ja gemeinsam im Tiki Max und die Maske haben wir sogar gesehen. Und jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich die Maske nicht mitgenommen habe, aber ich habe eh so viele Masken. Das ist die Tomatenmaske. Ich freue mich schon auf die. Mir wird das leid, um die Probe aufzubrauchen, aber... Und dann habe ich noch die Banana Sleeping Pack bekommen. Ich finde diese Tony Moly Proben so cool. Und die Marke generell mag ich voll gern. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es war jetzt nicht so kurz. Ich freue mich über alles, was ich bekommen habe. Egal, ob von der Arbeit, von Freunden. Ich freue mich über alles. Ich habe auch das Gefühl, ich habe was vergessen. Aber ich bin mir nicht sicher. Also wenn, dann zeige ich es in einem anderen Video her. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben, was euch von den Sachen mehr interessieren wird. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!